wie zufrieden warst du mit den letzten Wochen, was die neue Mannschaft betrifft? Ja, danke Gnadi und guten Morgen von mir. Ich war im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Vorbereitung bis jetzt. Wir sind jetzt am Ende. Wir hatten heute sozusagen das erste so richtige Training mit klarer Vorbereitung auf Gegner. Und ich habe 20 Spieler in der Führung heute Abend. Also alle sind fit. Das ist für mich sehr gut, wichtig. In die Vorbereitung, ja, das geht natürlich immer viel um Athletik, das Level zu erreichen, wo wir waren und noch besser auswerten und entscheiden, was müssen wir im athletischen Bereich machen. Das läuft, das wird auch weiterlaufen. Und ja, die Mannschaft ist jetzt zusammengestellt mit 4 neuen Spielern von außen auf wichtige Positionen, die einzuspielen. Läuft gut, ist aber ein langer Prozess, aber das Hauptaufgabe ist ja, wir kommen in die Saison rein mit einem komplett neuen Innenblock im Abwehr und das ist das Hauptaufgabe, sehe ich jetzt für uns neue Spieler, neues System. Das läuft gut, aber nochmal, das ist auch ein langer Prozess, wo man sagt, nicht am Ende die Vorbereitung, wir sind da, wir sind bereit, also wir sind fertig. Ja. Lange nicht, aber auf einem guten Weg. Reichen 5 Wochen Vorbereitungen für einen neuen Innenblock zu formen? Ja, du kommst. Wie gesagt, 5 Vorbereitungen, nach 5 Vorbereitungswochen müsst du bereit sein für das erste Spiel. Ja, das werden Gott sei Dank keine Finale gespielt jetzt im September. Aber ich meine, wir sind sicherlich nicht die einzige Mannschaft, der sowas machen muss. Und das kann auch gesund sein, ja, wenn du ein System änderst mit neuen Trainer und so weiter, dass du auch da neue Spielermaterial hast. Jetzt stehen ja gleich 2 Kracher an in den nächsten paar Tagen, wenn nicht sogar 3. Wenn wir die ganze Woche betrachten. Was sind die Ziele von dir persönlich, was der Europacup betrifft und der Supercup? Supercup will ich gewinnen. Punkt. Europacup möchte ich auch sehr gerne gewinnen. Aber mir ist auch klar, dass wir haben einen sehr starken Gegner bekommen. Einer von den starksten, was wir kriegen könnten. Das ist schwierig, ich habe mich mit Videomaterial beschäftigt, das ist schwierig, das zu vergleichen, ja. Weil die spielen auch eine andere Art Handball und alle Testspiele sind gegen auch noch ein bisschen andere Art Handball, als was wir hier in Österreich spielen. Aber ich sehe es trotzdem so, dass wir Chancen haben und vor allem will ich, dass wir uns da einfach Bomben präsentieren. Dass wir das Beste von uns wirklich rausholen und dass wir am Ende ja, hoffentlich natürlich als Sieger von diesem Duell kommen, aber vor allem, dass wir können uns dann in die Augen schauen und sagen, hey, wir haben alles gebracht, was wir hatten und dann schauen wir, ob das reicht oder nicht. Jetzt ist ja deine 2. Station schon in Österreich. Von der Großstadt in Wien ging es in die Gemeinde nach Hart. Schon gut eingelebt hier? Ja, sehr gut. Lässt es sich hier leben? Auf jeden Fall. Ich bin definitiv einer, der eher für kleinere Städte als Großstädte. Ich bin, glaube ich, genauso viel Tourist im Zentrum Wien wie du. Das kann gut sein. Letzte Frage, Hannes. Was natürlich Ziele haben wir jetzt gesprochen, was die nächsten Wochen betrifft. Was sind die Ziele für dich persönlich, für was die ganze Saison betrifft? Ja, also mir ist natürlich klar und darauf freue ich mich auch sehr, wenn man nach Hart kommt. Ich weiß genau, was Hart steht für. Hart hat jahrelang immer ganz nach oben gespielt, um die Titel und sogar auf die Titel erreicht und natürlich ist das mein Ziel. Ja. Ich versuche ja, diese Ziele aber ein bisschen zu teilen und nochmal, das Hauptaufgabe von mir jetzt ist, dass wir ein neuer Abwehrblock, Variabilität in unserer Abwehr haben, dass wir können wirklich
Barrieren in unserer Abwehr mit vielen Spielern. Nicht, dass wir sind abhängig von 3-4 Innenblockspielern oder sowas, dass wir können auch reagieren an Gegner. Und ein klar, ganz klares Ziel von meiner Seite ist, dass ich finde, dass wir sollten schnell und attraktiv spielen. Du kennst die Liga ja mehr als gut und hast sie ja auch immer im Auge gehabt, wenn du jetzt nicht in Österreich tätig warst. Wen siehst du aktuell als großen Konkurrenten in Sachen Meisterschaft für die bevorstehende Saison? Ja, ich schließe mir zu fast alles, oder alles, was der Thomas gesagt hat, vielleicht auch sagen Tirol. Ja, die haben ja eine richtig gute Saison gespielt letztes Jahr und das wird ja jahrelang richtig gut gearbeitet in West Wien und irgendwann müssen die ja leisten. So, vielleicht die auch. Verlieren verboten in West Wien, Otto? Absolut. Perfekt, alles, vielen Dank.